Guten Abend zur Pressekonferenz zu später Stunde. Ich begrüße auf dem Podium die beiden Trainer. Bo Svensson, ich darf Ihnen direkt das Wort geben. Ja, danke. Mein Glückwunsch erstmal an Wolfsburg und Flo zum Sieg. Es war in allen Bereichen die erste Halbzeit eine absolute Frechheit. Es hat nichts mit Bundesliga-Fußball oder Bundesliga-Niveau zu tun, nichts mit was wir sonst auf der Fahne schreiben bei Mainz 05. Und dafür, ja, ist einfach sehr, sehr bitter. Und das müssen wir schon deutlich intern auch besprechen. Danke. Vielen Dank, dann gebe ich direkt an dich, Florian. Ja, vielen Dank, Bo, für die Glückwünsche. Schönen guten Abend an alle, die uns hören. Ich glaube, es war ein sehr, sehr wichtiger Sieg für uns, ein erster Halbzeit. Von uns dann auch gut durchgezogener Sieg, wobei man auch sagen muss, 1-0, dann Riesentorchance Mainz 05, will ich Kuhn auch noch kurz hervorheben, der den Ball überragend hält. Ich weiß nicht, was sonst dann im Weiteren passiert und dann zweite Halbzeit das Spiel zu Ende gespielt. Dementsprechend sehr wichtiger Sieg für uns, der uns tabellarisch sehr gut tut und wir wollen dann in Stuttgart versuchen, auch rechnerisch den Klassenerhalt fix zu machen. Vielen Dank. Dann kommt die erste Frage von Kurt Hofmann von der Bild-Zeitung. Renner, Glückwunsch zum Sieg. Ich hatte bei euren ersten Auswechslungen den Eindruck, du hättest dich auch bei Lukas Metscher gerne bedankt für den Auftritt. Aber Lukas ist ziemlich schnellen Schrittes in die Katakomben verschwunden und auch ein Hinterherrufen deinerseits hat keine Reaktion bewirkt. Ist es eine Szene, über die man in einer ruhigen Minute danach nochmal reden müsste? Nein, weil er relativ schnell für sich klar geworden ist, dass das nicht das richtige Verhalten war, dann rausgekommen ist, sich bei allen im Trainerteam bedankt hat und auch bei seinen Mitspielern abgeklatscht hat. Dementsprechend ist das Thema damit erledigt. Dann weiter mit dem Mainzer Bild-Kollegen Peter Dörr. Hallo Peter. Ja, hallo. Frage an Bo Svensson. Bo, du hast Aaron, Onisivo, Kor und Hack erstmal auf der Bank gelassen. Wie waren da deine Überlegungen? Der Aaron war krank die ganze Woche und hat sich auch nicht super gefühlt. Der Hacki hat zwei Einheiten gemacht. Der Domme war zuletzt nicht so stark und wir wollten Markus eine Chance geben. Felix Schröder von der dpa. Ja, moin Herr Kofeld, auch von mir Glückwünsche zum Sieg. Max Kruse hat ja gegen Dortmund nach der Halbzeit ausgewechselt und hat ja keinen wirklich glücklichen Auftritt gemacht, wie natürlich auch viele andere im Team nicht. Wie haben Sie denn jetzt den Routinier auf das Spiel auch so ein bisschen vorbereitet, der heute auch eben drei Tore geschossen hat? Ja, das Gute an Max ist, dass er selber wusste, dass er letzte Woche nicht so gut war, wie aber auch alle anderen. Wir haben diese Woche, Anfang der Woche, einmal kurz geredet und dann weiß er auch, was zu tun ist und dass er dann drei Tore schießt heute, sollte man aus meiner Sicht nicht zu hoch hängen, auch wenn sie sehr, sehr schön waren. Für mich war heute auch im Offensivbereich Jonas Wind unser überragender Spieler und dementsprechend freue ich mich für Max. Schöner Hattrick und weitermachen. Peter, deine Hand ist noch oben, ist es richtig? Ja, wieder oben. Okay. Bo, hättest du dir so eine erste Halbzeit von deiner Mannschaft vorstellen können? Kurze Antwort, nein. Deswegen müssen wir deutliche Sachen intern auch besprechen. Tatsächlich sehe ich kein Handzeichen mehr. Doch, Michael Richter vom Kicker. Ja, Florian, mich würde schon interessieren, wie sehr es Sie umtreibt, dass Sie mit diesen zwei Gesichtern, letzte Woche das eine, diese Woche das weitaus schönere, wie Sie damit umgehen. Treibt Sie das um oder bringt Sie das vielleicht sogar ein bisschen um den Schlaf, einfach diese Erklärung zu finden, warum es nicht öfters so laufen konnte bisher, wie es heute gelaufen ist und was man sich damit vielleicht auch möglicherweise in dieser Saison verspielt hat, an Möglichkeiten, weiter oben dabei zu sein? Ja, natürlich ist es was einen umtreibt, dass wir was das Thema Spannung und Intensität immer wieder solche Wellentäler haben. Ich nutze den Moment hier in einem Sieg mal. Ich glaube, der sei mir gestattet.
auch mal zu sagen, dass ich finde, dass Struktur und Art und Weise, wie wir Fußball spielen, über die gesamte Rückrunde sich sukzessive eigentlich verbessert hat. Nur die Themen Intensität und Spannung, die sind Woche für Woche ein Wechseltal gewesen. Und das hat uns viele Ergebnisse gekostet. Nichtsdestotrotz war mit Beginn der Rückrunde unser klares Ziel, spätestens Ende Januar, dass wir hier intern allen klar war, wir müssen alles tun, um in dieser Liga zu bleiben, weil man kann da ganz schnell in ganz noch schlimmere Spiralen kommen, als wir sie waren. Und deshalb habe ich keine Sekunde darüber nachgedacht, ob wir weiter oben hätten stehen können. Keine Sekunde in dieser Rückrunde, sondern ich will jetzt unbedingt diesen einen Sieg noch holen, damit wir auch rechnerisch in der Liga sind. Und wenn wir das geschafft haben, dann werden wir natürlich darüber reden, wie wir im nächsten Jahr einen anderen Anspruch an eine Saison beim VfL Wolfsburg haben wollen und sollten. Aber eins nach dem anderen und erst brauchen wir noch Punkte. Peter? Entschuldigung, jetzt war sie noch oben. Okay, dann ist alles beantwortet. Vielen Dank, ein schönes Wochenende. Und kleine Sekunde, Tobias Feuerhahn noch von den Wolfsburger Nachrichten. Ja, sorry, ich war ein bisschen spät dran. Herr Kofeld, auch von mir alles Gute. Verzeihen Sie mir die etwas ironische Frage, aber da es so gut geklappt hat letzte Woche, schotten Sie sich diese Woche dann wieder ab? Ja. Wenn das für Sie okay ist, sehen wir uns erst nächste Woche zum Spiel. Nee, für mich wäre das nicht okay. Ja, dann dürfen Sie so eine Frage nicht stellen. Jetzt haben Sie mich provoziert. Gegebenenfalls schotten wir uns wieder ab. Entscheiden wir morgen. Okay, das war's dann wirklich. Vielen Dank, schönes Wochenende und kommt ihr gut zurück nach Mainz. Ciao, alles Gute. Ciao. Schönen Abend.